Automatikmodus. Ein Podcast über Fotografie. Fotografieren, lernen. Heute reden wir über manuelle Einstellungen. Herzlich willkommen zum Automatikmodus. Heute ist die zweite Ausgabe. Wir reden heute über manuelle Einstellungen. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ich mache das wieder mit Nike zusammen. Hallo Nike. Hallo ihr Lieben. Ich bin der Gregor. Vorgestellt haben wir uns letztes Mal. Letztes Mal haben wir auch sehr tief auf Kameras und alles mal ein bisschen eingegangen. Zukünftig soll eigentlich in jeder Ausgabe nur ein Thema da sein. Und heute... Ja, den manuellen Modus an der Spiegelreflexkamera. Jawohl. Ja, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, es gibt hier so Sachen wie Blendenautomatik, Zeitautomatik und so Zeug. Genau. Was hältst du davon? Benutzt du das manchmal? Nicht mehr. Ich habe es zu Anfang benutzt. Also nachdem ich gesagt habe, okay, ich möchte aus dem Automatikmodus raus und möchte versuchen, teilweise meine Kamera selbst anzustellen, habe ich tatsächlich die Motivprogramme quasi oder die Programmautomatik auch viel genutzt. Die Programme dienen dazu, dass du einen Teil einstellst und einen Teil quasi die Kamera selber übernimmt. Also ein Zwischending, Zwischenautomatik oder Halbautomatik kann man es was nennen. Genau, richtig. Ja, nutze ich ja sehr gerne, diese Blendenautomatik, weil ich fotografiere ja hin und wieder mal historische Züge oder Sonderzüge. Und dann braucht man sich nicht so ganz aufs Wesentliche zu konzentrieren. Also das mit Blende, das ist mir zu hoch. Ja, Blende, was ist eigentlich Blende? Da fängt es bei mir schon an, ich habe keine Ahnung davon. Genau, die Blende ist quasi wie das menschliche Auge, die reguliert über eine variable Lochöffnung die Menge des einfallenden Lichts in der Kamera. Also wie groß die Pupille ist. Richtig. Ha. Genau. Heißt, wenn die Öffnung größer ist, ist ja auch bei uns Menschen, wenn die Pupille größer ist, trifft mehr Licht ein und wenn die Pupille oder die Öffnung der Blende kleiner ist, trifft weniger Licht ein. So, jetzt will ich hier mal auf die Blende gehen. Hier steht jetzt F5. Genau. Wenn ich jetzt... Ach, jetzt kann ich am Drehrad drehen. Das geht von 3,5 bis 22. Mhm. Was ist denn da was? 3,5 ist eine recht kleine Blende. Offene Blende wird das auch genannt. Also Pupille zu, oder wie? Nein. Ach, Pupille weit ist, auf. Genau, das ist genau andersrum. Ah. Heißt eine kleine Zahl, eine große Öffnung, eine große Zahl, eine kleine Öffnung. Heißt bei einer Blende von 3,5, jetzt in deinem Falle, ist es so, dass mehr Licht in die Kamera fällt, also dass die Blendenöffnung groß ist. Bei Blende 22 ist die Blendenöffnung sehr, sehr klein, da fällt weniger Licht rein. Mhm. Ich habe mal irgendwann den Spruch gehört, wenn die Sonne fröhlich lacht, Blende 8. Genau. Ist da was dran? Da ist was dran, auf jeden Fall. Genau, also wenn die Sonne zum Beispiel am höchsten Punkt steht am Tag, sollte man die Blende recht weit zumachen, damit einfach weniger Licht reinfällt, damit das Bild nicht überbelichtet. Ich selber fotografiere nicht, wenn sehr, sehr viel Sonne ist. Also ich fotografiere entweder in den Morgenstunden oder in den Abendstunden, kurz vor Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang, nach Sonnenaufgang so rum. Genau, weil da einfach das Licht noch sehr weich ist und so rötlich, wenn sehr, sehr viel... Wie bitte? Rötlich. Also genau, der Rotanteil ist ja wesentlich höher. Kannst du wahnsinnig schöne Stimmung erzeugen, ja. Hm. Genau. Klar, das, was tagsüber ist, ist ja alles Lichtmurks. Richtig, ja. Ja. Man sagt ja auch, von 11 bis 3 hat der Fotograf frei. Ist auch nochmal so ein Spruch, ich mir sehr gerne zu Herzen nehme. Und wenn ich jetzt draußen Fotos machen will, ist es herrliches Wetter, dann tendenziell 8 oder mehr, oder?
Genau, jawohl. Und wenn ich zu weit offen habe, also die Zahl niedrig habe, dann wird Ja. das Bild sehr, sehr, sehr hell bis hin zu weiß. Dann merke ich, ich muss weiter zumachen. Genau, unter anderem, ja. Da spielen aber auch noch die ISO und die Verschlusszeit eine Rolle. Die, also Blende, ISO und Verschlusszeit, die drei spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das sind nämlich die drei, die zusammenarbeiten und dann im Endeffekt das Bild ausmachen. Also ISO ist ja die Lichtempfindlichkeit. Richtig. Die stellt mal bei, also wir nehmen jetzt mal als Beispiel herrliches Wetter. ISO recht gering. Ich habe immer mal mit so 200 oder 400 gearbeitet. Ja. Bei tollem Wetter, was nutzt du da? Ich nutze ja, ich fange eigentlich immer mit 100 an. Je nachdem, wie das Wetter ist, gucke ich immer, ich taste mich immer so ein bisschen ran. Also zwischen 100 bei gutem Wetter und aber auch mal irgendwie, keine Ahnung, 800, 1000 bei schlechterem Wetter. Wenn ich jetzt Top-Wetter habe und nutze doch 800, ist das schlimm oder? Ja, naja, einerseits ja, andererseits nicht. Also es ist so, je höher man den ISO-Wert stellt, desto heller wird das Foto. Ist aber auch so, desto höher man die ISO stellt, desto mehr Rauschen, entsteht auf dem Auch bei Bild. Also viel es, Licht. ja, Ach ja. auch, ja. Ach, deswegen muss man sie dann doch möglichst klein halten. Genau. Genau. Ja, Rauschen, Ja. das hatten wir eben in der ersten Folge schon mal zum Thema Dunkelheit. Also wenn ich im Dunkeln Fotos mache, dann muss ich das ja ziemlich aufdrehen. Richtig. Da ist ja jetzt auch so ein Punkt. Also meine Kamera geht bis 64.000 und dann hat sie nochmal irgendwie 120.000 noch was. Aber da kommt dann irgendwie ein Hinweis, das wäre auch nur digital. Ja, also bei 64.000 ist es schon so, dass dann das Rauschen, dass du das dann nicht mehr nur siehst, wenn du das Bild ranzoomst, sondern dass du das schon beim Bild siehst, wenn du das auf dem PC dann aufmachst, da siehst du schon das Rauschen. Also es ist schon sehr, sehr störend. Ja. Genau. Dann habe ich aber noch den Punkt, wenn ich mehr Zeit habe für das Foto, also länger belichten kann, dann kann ich da mit dem Rauschen auch wieder entgegensteuern. Also wenn ich jetzt ein angeleuchtetes Objekt im Dunkeln fotografieren möchte, oder Ja. eher eins, was nicht ganz so angeleuchtet ist, Ja. dann kann ich ja durchaus sagen, ich belichte 10 Sekunden. Was mache ich dann mit der ISO? Ich habe die bei meinen Langzeitversuchen immer auf Automatik gestellt. Was sollte ich da nehmen? Gut, da würde ich würde es einfach ausprobieren. Also ich persönlich fotografiere ja eher weniger im Dunkeln. Da würde ich einfach manuell einfach mal ausprobieren, sagen, okay, ich probiere jetzt nicht mal die ISO einfach das, also vielmehr die Kamera den ISO-Wert selber einstellen zu lassen über die ISO-Automatik, sondern ich würde einfach mich rantasten und dann einfach zum Schluss gucken, okay, was sieht am besten aus. Na, so wenig wie möglich dabei noch gut. Also so wenig Ja. ISO, also wenn es nachher mit ISO 400 gut aussieht, Genau. dann soll es so bleiben. Genau. Okay, da muss ich mal Also ausprobieren. das würde ich dir jetzt einfach mal Ja, raten. aber mit der ISO auf Automatik empfiehlst du eigentlich nicht. Für den Anfang auf jeden Fall kannst du machen. Wie gesagt, ich habe irgendwann für mich gesagt, okay, ich möchte meine Kamera einfach ausreizen und möchte es einfach jetzt endlich mal selber lernen, weil ich war sehr, sehr lange habe ich in der Zeitautomatik fotografiert, heißt, dass ich die Blende eingestellt habe und die ISO eingestellt oder nur die Blende eingestellt habe. Und wollte dann einfach alles einstellen und habe dann einfach gesagt, okay, du fuchst dich jetzt daran. Du kannst ja auch sehr gern einfach mal Blogbeiträge zum Beispiel oder Webseiten durchlesen. Da habe ich auch sehr, sehr viel mitgelernt. Ja. Genau. Also ich habe auch echt, muss ich sagen, länger gebraucht, um es zu verstehen. Also man muss da schon, ich habe zeitweise Blogeinträge bestimmt fünfmal gelesen, bis dann Klick gemacht Ja, hat. so habe ich das mir mit der Langzeitfotografie oder auch mit HDR irgendwann mal angeeignet, auch durch viel Lesen, ausprobieren Ja. und dann mal gucken, was draus wird. Ja, Und wenn es dann geklappt hat, mal irgendwie Notiz gemacht und wenn es dann ich dann mal wirklich ein Objekt hatte, dann halt auch mal ausprobiert. Und das hat Genau. eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe mal ein richtig schönes Bild so mit 30 Sekunden von einer beleuchteten Burg gemacht, wo nachher noch welche im Wasser rumgeschwommen sind. Das ist richtig, richtig schön geworden. Das ist schön. Ja, das glaube ich. Stelle ich mir schön vor. Ja. Sowas kann man damit halt machen. Genau.
Du Ja. hast die Verschlusszeit schon angesprochen. Ja. Das Genau, ist die Zeit, solange das Auge offen ist, quasi. die bestimmt, wie hell das Foto wird. Und die kann, also ist zum Beispiel gut, wenn man jetzt schnelle Motive einfangen will, wie zum Beispiel bei dir ein schneller Zug, ein Ja, ICE. da muss ich kurz. Also wirklich möglichst. Also da geht es im Hundertstelbereich, wenn nicht sogar im Tausendstelbereich schon. Also eine Tausendstelsekunde ist die Blende kurz offen. Genau, richtig. Eine kurze Verschlusszeit heißt quasi, das Foto wird dunkler, aber die Bewegungen, die du einfangen möchtest, zum Beispiel ein galoppierendes Pferd, die werden schärfer, quasi eingefroren, sagt man auch dazu. Und wenn du eine lange Verschlusszeit hast, dann wird das Bild zwar heller, aber dadurch entsteht auch eine gewisse Unschärfe im Bild, heißt, Wischeffekt. genau, den Wischeffekt, richtig, oder aber auch ja, Ja, der klassisch Zug, unscharf, ja. genau, der Zug, der durchfährt, ist einfach Verwackelt. unscharf. Richtig. Ja. Das Genau. Ding ist ja dann auch, wenn ich mit so kurzen Belichtungszeiten arbeite, dann habe ich eigentlich mit ISO und Blende gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Denn viel Licht einfallen lassen ist ja dann schon nicht möglich in dieser sehr, sehr kurzen Verschlusszeit. Ja, gut, du kannst mit der Blende echt noch viel machen. Also ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel wie ich fotografiere ja am liebsten oder eigentlich fast ausschließlich nur mit Festbrennweiten, die bei einer Blende von 1,8 bis 2,8 anfangen, da kannst du schon auch noch mal viel rausholen. Wenn du jetzt in deinem Fall eine Blende hast, es gibt ja auch viele Objektive, die fangen erst bei Blende 4 oder Blende 5,6 an. Ach, Es das ist so ein liegt am Zwischen. Objektiv, wie viel da. Auch, ja, genau. Aha. Genau. Also je nachdem, wie weit du die Blende öffnen kannst, fällt ja auch noch mal weniger oder mehr Licht rein. Ich meine, das ist bei den. Ich gucke mir nachher mal die Einstellung mal an, die Kamera dann gewählt hat. Ich mache ja Blindenautomatik. Liegt immer so Ja. bei 5 oder so. Ja, Jetzt bei gutem Wetter. Ja. Und Ja. ISO, ja gut, da bin ich dann so 200, 400, je Ja, nachdem. genau. Das ist Oder wenn es gut. wolkiger ist, dann auch mal wesentlich mehr. Ja, Denn genau. da habe ich, wenn es wolkig ist, ist, das merkt man so mit bloßem Auge gar nicht, es ist dann wesentlich dunkler draußen. Ja, Und richtig. das merkst du beim Fotografieren mal richtig, indem du da beim ISO schon mal so richtig aufreißt. Ja. Dabei ist eigentlich nur wolkig draußen und das sind Einstellungen, das hast du vielleicht im Sommer, machst du da mal abends mit rum. Ja, aber ich muss sagen, ich fotografiere am liebsten bei bewölktem Himmel. Warum? Ich finde, es gibt immer so Matsch und Bäh und Grau. Gut, dadurch, dass ich ja Fantasy mache und dann halt auch teilweise Composings am PC, also mit Bildbearbeitung viel mache, ist mir es lieber, ehrlich gesagt, bei bedecktem Himmel zu arbeiten und zu fotografieren, weil du einfach ein gleichmäßigeres Licht hast. Also ich Oh. sag mal so, wenn du jetzt Sonne hast, viel Sonne hast, dann entstehen ja auch Schlagschatten im Gesicht. Ja. Also da rentiert sich's schon eher in Schatten zu gehen und da zu fotografieren. Aber ich fotografiere, wie gesagt, am allerliebsten bei bedecktem, bewölktem Himmel, weil da einfach das Licht sehr, sehr gleichmäßig auf mein Model fällt. Ja, und da auch du weniger Schlagschatten hast und einfach ein sehr gleichmäßig ausgeleuchtetes Motiv. Ja, es ist je nach Zweck dann wieder so besser. Genau. Hat mich gerade gewundert bei Wolken, weil ich denke, oh nee, weißt du, da stehst du draußen, tolles Wetter, immer schön, man hat alles eingestellt und dann kommt eine Wolke und dann kommt dein Objekt. Ja, erstmal rödelst du an der Kamera rum, um das nochmal wieder irgendwie passend hinzukriegen, aber es sieht dann, gerade bei so Landschaften sieht es dann immer doof aus. Ja. Wolkig oder so schattig so. Ja, gut, kann man auch ein bisschen was machen, gerade so in der Nachbearbeitung. Aber ja, auf den ersten Blick, wenn du dir was anderes im Kopf vorgestellt hast, ist das schon ein Ja. bisschen schade dann, ja. Aber gut, bei Personen gleichmäßiger ist es und Schatten hast du nicht. Aber ich habe eine Brille und wie ich noch nicht Passfotos gemacht habe, meinten die, ja, das wird aber spaßig mit der Brille. Ne dicker Rand. Wieso denn? Was ist denn das Problem? Ja, das gibt Schatten im Gesicht. Ja. Und das habe ich dann auch erst gesehen, wie sie am Computer gezeigt haben, wie sie die wegretuschiert haben.
Ja. dass man Schatten von der Brille im Gesicht hat. Da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, das sind so Dinge, da macht man sich nicht so die Da Gedanken drum, denkt man genau. nicht dran, ja. Richtig, ja. Genau. Ja, gut, Langzeitbelichtung habe ich eben schon mal angesprochen. Wenn man wenig Licht hat, aber viel Zeit, also beim Zug klappt das jetzt natürlich nicht, außer man möchte so Wischeffekte haben. Genau. Fangen wir jetzt erstmal an, ich will ein Gebäude fotografieren. Das ist vielleicht überhaupt nicht angeleuchtet, nebendran sind so ein paar Straßenlaternen, die machen ein bisschen Licht. Dann kann ich die Kamera auf Stativ setzen, stellen meinetwegen mal 30 Sekunden ein. Und guck mir mal, also ISO hatte ich ja mal auf Automatik und guck einfach mal, wie es geworden ist. Und dann hat man doch nachher ein recht helles Bild Richtig. und sieht aber keine Sachen, die sich nur kurz bewegt haben. Ich habe zum Beispiel in Heidelberg ist eine sehr schöne Brücke, die ist auch angeleuchtet und im Hintergrund ein Schloss und da laufen halt ständig Leute über die Brücke. Jetzt machst du da eine Langzeitbelichtung und du hast keine Leute mehr auf der Brücke. Die waren Ja. halt nur kurz zu sehen. Spielt stattdessen mal einer mit dem Handy rum und das Handy zeigt Richtung deiner Kamera. Da hast du nachher aber eine Spur auf dem Bild. Ja. Das ist da dazu beachten. Gut, aber das sind Objekte, da kannst du es im Zweifel danach gerade nochmal machen. Das läuft nicht weg. Genau. Hast du schon mit Langzeit ein bisschen rumprobiert? Eher weniger. Also ich finde es, wenn man es beherrscht, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich selber aber weniger. Okay, dann habe ich da wahrscheinlich tatsächlich mehr Erfahrung drüber. Genau, Dann erzähle genau. ich einfach noch mal ein bisschen was dazu. Also Stativ ist Pflicht. Notfalls Richtig. geht auch eine Mülltonne oder was man halt mal so gerade findet, Brücke und Geländer, was auch immer. Hauptsache man, ja, die Kamera sollte schon sicher stehen. Ja. Nicht, dass sie dabei runterfällt. Aber da findet man notfalls irgendwie was. Und wenn man sie fest gegen einen Laternenmast drückt, aber selbst das, da macht dann lieber mal fünf Bilder und guck, ob hinterher, wenn überhaupt eins was geworden ist. Also Stativ empfiehlt sich da schon sehr, wenn man keins hat, dann Ja. muss man halt mal gucken. Ja, man kann sich's Bild überlichten. Das heißt, wenn dann doch zu viel Licht reingefallen ist, oder die Sache doch heller war wie gedacht, ja, würde ich einfach mit der Zeit runtergehen. Genau. Und dann habe ich mal versucht, den Mond zu fotografieren. Jetzt dachte ich, ja, ist ja dunkel, machst du Langzeitbelichtung. Es war eigentlich nur ein völlig überbelichteter heller Fleck auf dem Bild. Ja. Der Mond ist wahnsinnig hell. Den kann man eigentlich mit Einstellungen von tagsüber fotografieren, so hell ist der. Den unterschätzt man richtig. Also, gerade wenn man dann auch Struktur haben möchte. Ja. Hast du schon mal versucht, den Mond? Nein. Das gebe ich Nein. dir auf jeden Fall dann mal als Tipp von mir. Also, Okay. der Mond ist wahnsinnig hell. Werde ich mal ausprobieren. Ja, gerne. Ja. Jetzt hatte ich ja eben erzählt, Heidelberg da diese Brücke fotografiert. Und da stehen natürlich auch Straßenlaternen. Und ab einer gewissen Belichtungszeit werden Lichter zu Sternen auf dem Bild. Also, dass dann wirklich Richtig. Strahlen in alle Richtungen gehen. Da kann man jetzt auch mit spielen. Also das einfach Ja. gewollt mit in Kauf nehmen. Ich habe so die Erfahrung, 30 Sekunden, dann klappt das ganz gut. Macht man weniger, sind halt die Lampen überbelichtet auf dem Bild. Hast dann da einen hellen Fleck, der Rest passt. Ja, kann man machen. Aber man kann es eben dann auch, wenn schon künstlerisch, dann auch richtig. Genau. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die mögen diese Sterne überhaupt nicht. Ja, ich finde sie ganz schön. Das kann man zum Beispiel auch bei der Sonne machen. Finde ich auch sehr schön, wenn man gerade ein Landschaftsbild hat und dann die Sonne als Stern fotografiert. Finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. Ich habe mal Geht gehört, nie auch. in die Sonne gucken. Wie kann man die denn fotografieren? Ja. Ich habe die Sonne noch nie fotografiert. Da habe ich mich Nee. nicht getraut. Dann brennt vielleicht der Okay. Chip kaputt oder so. Du kannst deine Hand nehmen und sie von oben übers Objektiv halten, dass die Sonne verdeckt ist. Aha. Also zum Teil vielleicht auch verdeckt ist. Und dann das Bild machen und dann die Hand wieder wegnehmen. Das funktioniert. Habe ich selber ausprobiert und meine Kamera lebt noch. Okay. Genau. Ja, jetzt gibt's noch den Fall, dass man Sterne fotografieren möchte. Und die Erde dreht sich ja, das muss man beachten. Also wenn man jetzt für Sterne, also fangen wir mal so an, meine Kamera kann maximal 30 Sekunden belichten.
Das ist für das meiste völlig ausreichend, aber es gibt den Fall mit den Sternen oder Dinge, wo du noch weniger Licht hast, da musst du noch länger belichten. Da geht es dann zum Teil auch in die Minuten. Ja, richtig. Aber wie gesagt, meine Kamera kann es nicht, aber es gibt welche, die können das. Wenn du minutenlang eine Stelle belichtest, die weit weg ist und das Objekt bewegt sich, hast du nachher diesen Wischeffekt, es sind nachher Streifen dran und die Sterne sind sehr, sehr weit weg, die Erde dreht sich schneller, wie man denkt. Du belichtest mal, das klappt auch schon mit einer halben Minute und du siehst keine Punkte mehr auf dem Bild, sondern kleine Striche statt den Sternen. Und das ist die Erddrehung. Genau. Ja, das macht man da. Hast du den Fall schon mal oder weißt du, was man tut? Nee, also ich denke eher, dass du da Okay, dann wirklich erzähle ich, mehr wie es geht. Ahnung hast Es als gibt ich. tatsächlich Stative, die drehen die Kamera mit, und zwar in der Erddrehung. Ist mit bloßem Auge kaum erkennbar, weil es halt dann doch vergleichsweise wieder langsam ist, aber dann kann man Cool. Sterne fotografieren. Gerade wenn man die Milchstraße mal fotografieren will, da sollte man dann ja schon ein bisschen belichten. Ja. Und wenn man will, dass das was wird. Aber da geht es dann wirklich schon richtig in die Details. Das würde ich mit meiner, glaube ich, gar nicht hinkriegen, meine Kamera. Siehst du, da lerne ich sogar in dem Bereich auch noch was von dir. Ja. Ne? Und jetzt kommen wir nochmal zu einer Spielerei. Ja. Und zwar kennt man ja so Bilder von Autobahnbrücken runter und es sind eigentlich in die eine Richtung nur weiße Streifen, in die andere nur rote. Ja. Da wird sich auch der Effekt der Langzeitbelichtung zunutze gemacht und einfach mal meinetwegen ja auch 30 Sekunden mal belichtet. Und wir haben ja vorhin schon gelernt, wenn Licht auf den Chip kommt, ist entweder die Frage viel Licht oder viel Zeit. Genau. In dem Fall ist viel Zeit. Das Richtig. Licht bewegt sich und du hast nachher eine Verwischung drauf. Da kann man Genau. künstlerisch auch ganz tolle Sachen machen, gerade so von Autobahnbrücken oder von Zügen mit den Genau. Lichtern oder auch belichten und dann mit sich selber vielleicht dunkel anziehen und dann mit einer Taschenlampe Sachen in die Luft schreiben. Genau, oder auch mit Wunderkerzen. Ja, Auch eine Wunderkerzen, schöne klar. Idee. Kann man Was dann wir mal Dinge. gemacht haben in einem stillgelegten Eisenbahntunnel, also sind nicht mal mehr Schienen drin. Wir waren so blöd und sind da mit dem Auto reingefahren. Was heißt so blöd? Eigentlich, Sache ist gut ausgegangen, außer dass mir das Auto überhitzt ist, weil kein Fahrtwind und aber Kühlung war kaputt, muss man dazu sagen. Jedenfalls, wir waren in dem Tunnel drin und der hatte so Nischen. Und dann haben wir so auch so Effekte gemacht, sind mit dem Auto an der Kamera Langzeitbelichtung vorbeigefahren, haben geblinkt und hatten nachher vom Blinker Striche in der Luft. So nacheinander und dann irgendwann habe ich das Auto direkt hinter die Kamera gestellt, habe irgendwie die Nebelschlussleuchte angemacht. In der Langzeitbelichtung war der Tunnel rot erstrahlt und wir Oh, sind mit cool. Handys durch die Nischen geflitzt und haben die einmal kurz ausgeleuchtet. Wir waren zu dritt, jeder hatte irgendwie drei Nischen und nachher waren halt in den 30 Sekunden alle Nischen der Reihe nach ausgeleuchtet und der Rest des Tunnels war rot. Oh, cool. Das war richtig schön, da haben wir auch Das mit Langzeitbelichtung gearbeitet. glaube ich, das stelle ich mir. Oh, ich habe gerade ein schönes Bild im Kopf. Ich werde das einfach mal mit online stellen zusammen Ja, mit dieser gerne. Folge. Also dieses Bild Gerne. ist wirklich sehr künstlerisch. Was wir auch nochmal gemacht haben in einem anderen Eisenbahntunnel, der auch stillgelegt ist, da kam man aber nicht mehr mit dem Auto hin, weil der so zugewachsen war, haben so Ja. Grillfackeln in den Tunnel gelegt, haben die angesteckt. Also diese Gartenlichter, so ein Ja. Meter lang mit so einem komischen Wachszeug drum, haben die Ja. angesteckt, was natürlich dann auch Licht erzeugt hat, haben dann noch Ja. bunte Taschenlampen überall hingelegt und haben da auch sehr, sehr schöne künstlerische Effekte mit hinbekommen. Da kann man schon sehr toll mit spielen, mit Sehr Licht. schön. Also mit Ja, Licht, wenn hört man sich gut Zeit an. hat. Den muss man haben, das Ja, stimmt. ich glaube, Langzeitbelichtung, da müssen wir auch nochmal gesondert drüber Ja, reden. gerne, Oder gerne. über Spielereien von Ja, Langzeitbelichtung. auf Da jeden Fall. gibt es viele dumme Ideen. Das glaube ich. Cool. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Weißabgleich. Ja. Wieso? Ein Blatt Papier ist doch weiß. Warum? Licht ist doch weiß. Genau. Also, was man vielleicht erstmal schon mal anfangen kann, Licht ist nicht immer gleich. Guckt euch eine Neonröhre oder eine Energiesparlampe an und guckt euch Sonnenlicht oder eine normale Glühbirne an. Genau, richtig. Da ist die Farbe des Lichtes schon mal enorm anders. Ja, genau. Genau, das stimmt. Ich persönlich stelle ihn selber ein. Je nachdem, also wenn du von der Zahl her höher gehst, heißt, oh Gott, bei was fängt der denn an? Ich glaube, Bei mir sind das so Bildchen, ne? Das muss ich da selber Bildchen. mal.
Ah, du meinst diese Ja, so Bildchen. Tageslicht, Schatten und dann stehen da so 7000 K oder so dahinter. Ja, genau. Also, Ich glaube, er fängt bei 5000 an. Also 5000 ist quasi 0 und du kannst dann immer ach, hier schrittweise, also ich. manuell, da ist noch Genau, was. ich mache alles manuell. Ja, da habe ich doch Also keine Ahnung von, deswegen mache ich ja mit denen den Podcast. ich habe quasi und was ich machen möchte und weiß dann schon, okay, ich möchte ein kühleres Ergebnis. Da stelle ich den Weißabgleich dann runter, also eher auf 4000, 3000, Ja. 2000, obwohl 2000 glaube ich schon zu blau wird, zu bläulich. Ja, genau, das Und merkt man. Denn Bilder werden blau oder gelb. genau, richtig. Und wenn ich ein wärmeres Bild haben möchte, stelle ich es dann höher auf 6000, 7000. Also Das wärmeres Bild, stellt euch einfach mal Abendlicht vor, einen Sonnenuntergang. richtig, Das wirkt genau. warm, das ist gelblich, ein bisschen orange. Aber Genau. ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, das auf Automatik stehen zu lassen und das alles hinterher über mit den RAW-Dateien in der Bearbeitung hinterher drin rumzuspielen. Kannst du Und auch, dann mache ich teilweise gegebenenfalls auch. auch einzelne Farben nochmal anzuheben oder etwas zu Richtig. verstärken, wie zum Beispiel Orange oder Gelb. Und da kann man auch aus so einem Abendlichtbild nochmal ordentlich was mehr rausholen. Auf jeden Fall, ja, stimmt. Mache ich auch sehr gerne im Nachhinein. Ja. Genau. Kommen wir noch kurz zur Helligkeit. Ja. Das ist aber auch so ein Punkt für sich. Da werden wir dann, wenn es über Licht geht, nochmal sehr ins Detail gehen. Genau. Wenn ich hier am Einstellungen machen bin, habe ich hier so mit Helligkeit, kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger, so ein Drittel rauf, ein Drittel runter oder so mache ich da manchmal, wenn ich dann irgendwie schon mal einstelle für den Zug und gucke halt, was sieht schon mal gut aus. Genau. Bei HDR ist es sehr wichtig. Also HDR ist ja mehrere Belichtungen ineinander verrechnet. Da kann man dann zum Genau. Beispiel im gleichen Bild helle Sachen perfekt ausleuchten und dunkle. Und das halt im Computer hinterher zusammenrechnen, aber das wird auch eine eigene Folge geben. Genau. HDR, da habe ich auch nur Grundkenntnisse von. Ja, Aber ich denke, sie ich. reichen, um es zu erklären. Genau. Nutzt du das so zum Fotografieren auch? Die HDR-Technik meinst du? Nee, Oder generell? diese Helligkeitseinstellung. Ja, nutze ich tatsächlich auch. Aber eher selten. Also ist bei meinen Pferdebildern öfter mal zum Einsatz gekommen, gerade im Morgenlicht oder im Abendlicht, dass ich da dann schon mal geguckt habe, okay, helligkeitmäßig stelle ich nochmal, gerade wenn es dunkler wird, ein Stück weit hoch. Aber so jetzt, also im Bereich Fantasy nicht mehr, nee. Okay, und mit HDR schon mal rumgespielt? Nein. Okay, dann werde ich dann wahrscheinlich dir was erklären. Genau. Aber das dann, wie gesagt, auch in der extra Folge und überhaupt Helligkeit und Licht, das ist so ein komplexes Ding. Ich glaube, da können wir 2 Stunden drüber reden. Oh ja. Ja, deswegen werden wir dazu eine extra Folge machen. Genau. Ja, für heute soll es das dann auch schon gewesen sein. Oder Jawohl. hast du noch was? Nee, ich wär durch. Es ist, glaube ich, wieder genug. Okay, dann war das die zweite Folge vom Automatikmodus. Ich danke dir, Nike. Ja, sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mein Name ist Gregor. Wir verabschieden uns. Automatikmodus.de, da findet ihr alle Folgen. Könnt den Podcast auch weiterempfehlen, in Portalen bewerten oder uns unterstützen. Wir sagen danke und macht's gut. Vielen Dank, macht's gut. Das war Automatikmodus, ein Podcast über Fotografie. Produktion podcastlabel.de. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, automatikmodus.de/spenden.